Herzlich willkommen zum kürzesten Review der Welt. Und zwar heute mit der Sevenload-Applikation für das iPhone. Ich möchte euch das mal live hier zeigen. Da muss ich mal eben durchblättern, damit ich mich hier zurechtfinde. Ja. Also spiegelverkehr, das ist nun schwierig. Aber iPhone-Besitzer oder iPod-Touch-Besitzer werden es wahrscheinlich schon gesehen haben. Es gibt eine Sevenload-Applikation für das iPhone und wenn man die startet, sieht das so aus, ja, sehr schick. Aber das Beste kommt ja eigentlich erstmal. Ja. Und zwar, es gibt hier unten den Knopf Sevenode Kanäle neben Highlights und Suche. Ja. Wenn man darauf geht, kommt man in die Übersicht der Kanäle. Ist leider etwas reduziert im Gegensatz zur eigentlichen Sevenode-Seite. Aber wenn man jetzt hier oben schaut, da gibt es den Kanal Unterhaltung. Und wenn man darauf klickt, so, ich versuche es mal spiegelverkehrt, so. Dann haben wir eine Übersicht und was haben wir denn da? Ja, tatsächlich, es gibt das Magazin zum Überall mit Hinnehmen für alle iPhone- und iPod-Touch-Besitzer. Und die Sevenode-Applikation gibt es kostenlos im App Store und dann könnt ihr euch da rein navigieren, draufklicken und ihr habt die Übersicht von allen 144 Folgen aktuell. Ja. Und das Beste daran ist, wenn man ein Video sich anschauen möchte, ja, klickt man es an und kann es dann eigentlich auch direkt laufen lassen. Jetzt muss man Play drop, so, auf Play klicken und auf geht's. Unfassbare dabei. Ich wünsche mir Getränke. Und das Beste dabei ist eigentlich, dass die Qualität im Vergleich, wenn man das jetzt in Verhältnis setzen würde, im Vergleich mit einer normalen PC-Auflösung setzen würde, kommt die eigentlich schon fast HD ran. Man könnte sagen Handy-HD, oder? Sieht wirklich gut aus. Klingt gut, sieht gut aus, macht Spaß. Und das Magazin ist sowieso toll. Zum überall mit hinnehmen und angucken, auf jeden Fall. Ich kann es nur jedem empfehlen, der ein iPhone hat oder ein iPod Touch, der sollte sich das auf jeden Fall runterladen und sich das Ganze von unterwegs mal gemütlich anschauen. In der Bahn, zu Hause, irgendwo im Wartezimmer etc. Aber nicht im Auto, es sei denn, ihr steht im Stau. Es lohnt sich. Das war's auch von meiner Seite mit dem kürzesten Review der Welt. Und ich wünsche euch eine gute Nacht.